Cyberlaw. New World Computing. Heroes of Might and Magic 2. The Price of Loyalty. Und damit hallo und herzlich willkommen beim neuen Let's Play Heroes of Might and Magic 2, The Price of Loyalty. Ja, ich habe immer überlegt, ich mache einfach mal ein kleines Retro-Let's Play zu einem der Spiele, das mir richtig heftig in Gedanken geblieben ist. Das habe ich früher, ja, relativ oft gezockt. Auch heute spiele ich noch Heroes of Might and Magic gerne, nur leider kann ich keinen meiner Kumpels überreden, mitzuspielen, weil die eben sagen, es dauert ihnen zu lang. Leider Gottes. Deswegen werden wir einfach ein neues Spiel spielen, dieses Feldzugspiel, und zwar den Originalfeldzug, die Story Mode. Der Ärger begann vor 3 Jahren, als der alte König Lord Eisenfaust starb. Der König hinterließ 2 Söhne. Roland war gütig, freundlich und ehrenhaft. Archibald war nicht so. Traditionsgemäß erwählt der königliche Seher den Erben, der aber bei einem tragischen Bootsunfall verstarb. Seine Nachfolger hatten auch nicht mehr Glück. Frederik fiel aus dem Fenster. Robert wurde von einem Drachen getötet. Johann starb an Lebensmittelvergiftung. Archibald beschuldigte Roland des Mordes an den Seher. Veröffentlichte eine Bekanntmachung gegen Roland. Aus Angst um sein Leben floh Roland auf seine Burg im Westen. Da Roland fort war, konnte Archibald die Entscheidung des neuen Sehers beeinflussen. Der Seher wählte Archibald, der sich am nächsten Tag selbst krönte. So begann der Erbfolge. Sie ihren Lord. Okay, jetzt dürfen wir uns entscheiden, ob wir als böser Archibald seine Kronherrschaft verteidigen oder als der gute Roland uns die Herrschaft wieder zurückerobern, unsere rechtmäßige. Normalerweise wäre es eigentlich schon mal wieder lustig, einfach mal einen Bösewicht zu spielen. Ich liebe es ja, wenn man spielen die Möglichkeit hat, einfach den Bösen zu spielen. Das Problem ist nur bei Heroes of Might and Magic, ich mag diese ganzen Necromancer und Toten, wieder Zombies und sowas alles nicht. Ich will die mit Drachen und Rita. Deswegen werde ich den guten Roland diesmal spielen und wir werden ihm helfen, sein Königreich zurückzuholen. Obwohl er echt, boah, komisch aussieht. Mein treuer Untertan, ich nehme euer Loyalitätsversprechen erleichtert an. Wie ihr wisst, nahm mein Bruder Archibald die Burg meines Vaters ein und besetzte den Thron. Nur die Lords in der Nähe der Burg schworen ihm schnell die Treue. Aber ich fürchte, dass auch andere den Schwur aus Mangel an Alternativen leisten werden. Ich soll für diese Alternative sorgen, auch wenn das den Krieg gegen die ehemals treuen Untertanen meines Vaters bedeutet. Daher muss ich euch schweren Herzens auftragen, die Loyalität der Barone in der Nähe meines Sommerpalastes mit Waffengewalt zu erzwingen. Da wir uns keinen Fehler leisten können, stelle ich euch eine angemessene Menge Gold zur Verfügung. Außerdem erhaltet ihr ein magisches Amulett für unsere Koordination. Tragt es und wir werden uns in ständigem Austausch befinden. Aha. Rolands Feldzug, Szenario 1, Macht des Schwerts. Roland braucht sie, um die Fürsten in der Nähe seiner Burg zu besiegen und um die Rebellion gegen Archibald zu beginnen. Sie sind nicht miteinander verbündet, so dass sie die meiste Zeit damit verbringen werden, sich gegenseitig zu bekämpfen. Besiegen sie alle Burgen und Helden für den Sieg. Ich nehme mal an, das soll für den Sieg heißen. So, jetzt können wir uns auswählen. Entweder 2000 Gold, den Donnerstab oder den Fedehandschuh. Da ich keine Ahnung mehr habe, was genau bringt, nehme ich jetzt mal safe die 2000 Gold.
Im Norden gibt es drei feindliche Burgen. Nehmen Sie diese im Namen Rolands, des wahren Königs, in Besitz. Das heißt, hier oben müssen wir hin, aber erstmal werden wir uns hier ein bisschen nach rechts verschlagen und dann mal ein bisschen die Map erkunden und dann... Ja. So, als allererstes bauen wir mal ein... bauen noch ein paar Eber. Dann rekrutieren wir noch ein paar Halblinge und noch ein paar Eber. Dann haben wir schon mal ein bisschen was an Armee. Und dann bewegen wir uns mal nach rechts unten. Ein bisschen Gold ist immer gut. Ein bisschen Glück. Ja, und das war's auch schon für den Tag. Oh. Mehrere Zombies. Könnten wir schlagen. Versuchen wir es halt mal. So, wir werden uns jetzt hier mit dem Eber rechts safe mal bewegen, weil die sind ziemlich langsam. Erstmal mit den Halblingen werde ich da angreifen. So, halt mal, ich habe auch einen Zauberspruch bestimmt schon. Ja, brauche ich noch nicht, die Steinhaut. Zack. So. Okay. Dann bewegen wir uns einfach mal hier. Bam. Tot. Okay. Ziehen wir uns mal mit dem Eber noch ein bisschen weiter zurück. Und... nehmen mal die hier ins Gefecht. Ziehen wir uns mal mit dem Eber hier runter. Dem machen wir die kaputt. Der dürfte uns... ah, noch nicht, ja. Jetzt greife ich den mal von oben an. Dann hauen wir den damit platt. Okay. So, da. Tot. Ruhmreicher Sieg. Für Tapferkeit im Kampf erhaltet Mirini 255 Jahre Erfahrungspunkte. Gefallene der Schlacht Angreifer. Wir haben keine verloren, die haben das verloren. Läuft. Eine antike und unsterbliche Hexe, die in einer Hütte lebt und Vogelbeine als Stelzen benutzt, lehrt die Logistik aus ihren eigenen unforschlichen Gründen. Logistik, Hütte, Bewegungspunkte. Ah, das finde ich schon mal gut. So. Dann holen wir uns mal ein bisschen Gold, das eh noch kurz dauert, bis wir wieder zurück in der Burg sind. Ja, kann ich nicht, kann ich nicht. Okay. Oh, Gold ist immer gut. Was haben wir hier? Oh, eine Menge. Das lassen wir mal. Felsennest, ein paar Greifen, Vögel können wir auch gut gebrauchen. Haben wir auch schon mal einen kleinen Schutz in der Burg. So. Ah, Holz. Das ist schön. Schatztruhe. Nehmen wir mal für den Anfang noch Gold. So. Hmm.
AG. So, Weisheit verbessert. Sarakin, der Zauberer. Okay. Ja, komplett andere Einheiten. Mal noch einen zweiten Helden, um schneller zu erkunden. Klack. So. Entzieht der ausgesuchten Einheit alle Zaubersprüche. Verbessert die Angriffskraft einer Einheit. Die ausgesuchte Einheit wird von einem magischen Pfeil getroffen. Das ist doch schön. So. Zack. Gold. Und das war's dann auch schon. Edelsteine. So. Jetzt hat ihr auch schon mal die Zauber. Bauen kann ich ja noch nix. Außer. Ah, ist teuer. Komm. Holen wir uns mal noch ein paar Golems. So, mit dem mal dahin. Puh, das daran greifen uns mal nichts. Okay. Das ist ein Donnerschaden. Glück aus diesem Brunnen soll ihre Zauberspruchpunkte wiederherstellen, aber sie haben bereits das Maximum. Mehrere Eber. Mach ich mal noch nichts. Elfenbeinturm. Magier. Ja, die will ich schnell haben. So, jetzt muss ich mir aber mal wieder ein bisschen mehr Ressourcen kümmern erstmal. Menge Bauern. Ist auch eher blöd. Da noch was. Oh, schön. Mehrere Schatztruhen. Das ist so gefällt's mir. Mehrere mutierte Zombies. Krass. Sehr suboptimal. Astrologen verkunden den Rabemonat. Die Bevölkerung aller Behausungen nimmt zu. Ja, geil. So. Mal das. Mal das. Viele Orks. Na, viele ist vielleicht nicht ganz so super. So. Schnappen uns hier mal, was wir uns schnappen können. Zack, ein paar Halblinge, ein paar Golems, ein paar Eber. Nee, kein Geld mehr dafür. Okay. Mal hier, zack, zack, zack. Okay, jetzt muss ich echt wieder ein bisschen sparen, aber jetzt kann ich mal ein bisschen dahin aufräumen. So.
Zwerge. So, jetzt mal das da. Gar nicht komplett ungeschützt. Jetzt nehmen wir mal hier die Gold. Hier noch zu haben. Viele Meisterpikeniere, eine Menge Bauern. So. Und hier greifen wir mal die Eber an. So. Pow. So. Die kommen recht weit, die Eber. Magier schützen. Alter, jetzt kamst du da runter. Weg mit dir. So, von der Seite, damit wir unten gleich die Unterstützung haben. Kannst du dich alle mit Magier an, ihr Fotzen? Stirb! Ah, geht doch, wir haben nichts verloren. Das ist völlig okay. Da kann man nichts sagen. So, zack. Dafür haben wir jetzt ein in eine Schlinge gefangenes Einhorn, winselt vor Angst, beruhigende Worte murmelt, befreien sie es, schnaubend und mit der Vorderhufe aufstampfend galoppiert es davon. Sie sehen auf dem Boden und finden ein goldenes Hufeisen. Eine Menge Bauern. Ja, komm. Gehen wir hier auf ein bisschen Mass Production. Nächste Fight! Was? Die Bauern beginnen erschreckt durch die Macht ihrer Truppen zu fliehen. Wollen sie sie verfolgen und angreifen? So, Schwefelmine. Was haben wir hier? Viele Zentauren. Naja, komm, hier. Viele Halblinge. Ich glaube, ich gehe jetzt mal runter und hole mir noch ein paar Einheiten. So. Zack. So. Schön langsam. So, da warten wir jetzt auch noch. Genau deswegen wollte ich die Bösen nicht spielen, weil das ist so langsame Kacke da. Zack, tot.
Stelle ich mal davor. So, zack. Klack. So. The Walking Dead. So, was machen wir denn mal hier rüber? Schieß mir da platt. Tot. Und tot. So. Und wieder nichts verloren. Sie begegnen einem reich verzierten Schrein, der von einer Gruppe von rundlichen Mönchen bewacht wird. Als Dank für ihren Schutz bringen sie ihnen einen Zauberspruch bei. Visio. So, wie viel Gold haben wir denn? Ein bisschen was? Schon mal okay. Können wir wieder bauen? Nö. Noch, doch, hier. Können wir nochmal einen Golem bauen. Bibliothek und Elfenbeinturm. Bibliothek erhöht die Anzahl der Zaubersprüche in der Gilde um jeweils ein Pause pro Stufe Heilung. Ah, das ist schön. So, der muss jetzt einfach mal hier runter. Na, komm, hoch mit dir. Einfach für ein bisschen mal. Ja. Viele Schurken. Machen wir auch mal hier auf. Machen wir eine kleine Echo-Runde. Völker, yes. So und so. 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 Ich kann es mehr. Shit. So. So haben wir doch mal ein bisschen was. So. Dürfte da eigentlich zu machen sein. Ah, kommt jetzt nicht ganz hinter mir angreifen? Die Bauern will gerne erschreckt durch die Macht ihrer. Nö. Dann warte ich jetzt nochmal eine Runde. So, jetzt haben wir noch eine Mine. Viele Meisterpikinäre. Mehrere Zwerge, die greifen jetzt an. So, magische Pfeil. Oh. Jetzt sind wir jetzt wieder ein bisschen zurück.
Arm. Klacktot. Den bürgen wir uns mal runter, damit wir flexibel sind. Boom. Zack. Oh, der Moral. So. Tot. An. Schön. So. Einen. Noch mal eine Runde mit dem. Ist ein bisschen verschwendet, aber besser als nichts. So, was haben wir denn hier? Viele Schurken. Soll das erstmal reichen? Gehen wir mal hier hin. Müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Geld absammeln. Dem bin ich so unbeweglich, da keine fliegende Dinger. Tot. So. Also mit dem habe ich halt dieses fliegende Reiter nicht, deswegen bin ich da relativ. Ah, muss ich viel von hinten angreifen. Klack. So, lass mal. Nein! Nein! Oh, bin ich ein Idiot?